Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, sehr aufregenden Video und Vlog von mir. Heute haben wir es Sonntag und ich werde morgen mit meinen Freundinnen gemeinsam nach Ischgl in den Skiurlaub fahren. Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich darauf und darüber freue. Ich will schon so lange einfach mit Freundinnen Skiurlaub fahren. Ich glaube, das ist total geil und es soll auch noch richtig geiles Wetter werden. Wir sind zusammen in einem Hotel untergebracht. Und ich glaube, es wird einfach noch richtig, richtig gut. Deswegen wollte ich das so für euch und auch für mich später als Andenken einfach mitfilmen und werde euch versuchen, so gut es geht, dabei mitzunehmen und es zu einem coolen Vlog zusammenzuschneiden. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich filmen werde, auch weil da meine Freunde dabei sind und ich natürlich auch die Zeit einfach mit denen genießen will. Aber ich dachte mir, es sei trotzdem vielleicht ganz cool, wenn ich einfach so ein bisschen was zusammenschneide und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich war jetzt eigentlich eine Woche hier bei meinen Eltern zu Hause und wir werden auch von hier aus morgen in den Skiurlaub fahren. Meine Freundin kommt heute Abend zu mir, also drei von denen, die mitfahren. Dann treffen wir dort noch zwei weitere. Und ja, morgen früh geht es dann los mit dem Auto. Ich bin schon ein bisschen gespannt, so eine lange Strecke zu fahren. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall super cool. Ich habe heute meinen Koffer gepackt und so weiter und werde jetzt nochmal meine Ski aus dem Keller holen und so weiter. Rest vorbereiten, aber meine Freundinnen sind auch schon auf dem Weg hierher und ja, ich freue mich mega auf das alles und darüber, dass es klappt. Maria, nö, danke. Genau. Ja. So, okay. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Nach Ischgl. Wir haben's. Wie viel Uhr haben wir es? Ich muss immer lachen. Kurz vor 12 und wir brauchen noch 2 Stunden. Das heißt, unser Zeitplan ist super. Wir sind gut losgekommen. Wir haben noch entspannt gefrühstückt. Jetzt haben wir gerade erste Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Und wir freuen uns alle richtig. Ja! Juhu! Wir sind solche Woo-Girls. Wir sind angekommen in Ischgl. Wir haben gerade schon eingecheckt. Hier ist unser Hotel, das heißt Alblerein. Ist richtig süß. Ich mache euch gleich mal eine Roomtour, eine kleine. Und jetzt fahren wir nach Ischgl zu einem Skiverleih, weil Desi und Olga müssen sich noch Schuhe ausleihen und Skier. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Juhu! Veggies unter uns, aber hey. Das wäre total witzig gewesen. Dann haben wir leider kein Futter. Kein Tilsiter für dich. Aber Camembert, das finde ich auch lecker. Ey, ja. Mädels waren einkaufen. Salz. Ja, genau. Salz. Das Wichtigste. So, das können wir ja echt auch alles kalt stellen. Ich habe echt Lust auf ein paar Chips. Ein paar Crunch Chips. Lecker. Heute Morgen ging so ziemlich alles schief, was hätte schief gehen können. Und jetzt stehen wir an. Juhu! Ja, wir waren gestern Abend noch weg, es war ganz witzig. Dementsprechend auch ein bisschen später zu Hause, haben dann nicht so viel geschlafen. Aber ja, dann kamen die Skibusse nicht und jetzt stehen wir am Lift dran. Und ich freue mich richtig. Das Wetter ist total, Alter, das Wetter ist total ist so geil. Blauer Himmel. Hammer, ich freue mich. Danke für das Video, ihr könnt kurz lachen oder so. Es ist so schön. Perfektes Wetter. Also, ja. Bye, Marika. Los geht's. Der Skitag wurde beendet. Er war sehr erfolgreich. Wir sind den ganzen Tag gefahren. Total super. Desi hat ihre erste Skistunde. Und jetzt gehen wir durch einen Tunnel.
zum Schatzi. Schatzi. Ich bin total gespannt, wie es da so wird. Und gerade waren wir noch beim, wie hieß das? Achso, bei dem, die Alm. Ja. Die Almfestnacht. Oh, so auf dem Meer, wo man ein bisschen Abrisse machen kann. Ja, aber das Wetter heute war so nice. Das man Essen war lecker. Es war alles top. Erfolgreicher Skitag. Day 3 in Ischgl. Ich muss sagen, ich finde es total super hier. Wir sind jeden Morgen richtig früh wach. Und ja, ist total schön. Ist echt so, das Wetter ist so, so gut. Wir haben richtig, richtig Glück. Kann man schon sehen, der Gipfel in der Sonne erstrahlt. Der Berg ruft. Ja. Oha, frisch. Das sieht gerade so schön aus, aber mit dem Mond. Ja, Josi, mach noch ein bisschen mehr Lärm. Das ist überhaupt kein Ding. Wir haben viel zu wenig Wasser getrunken. Ja, das stimmt. Wir sind ein wenig dehydriert und ja, unsere Tage sehen eigentlich alle gleich aus. Olga und Desi haben ja einen Skikurs und die holen wir dann immer so um 13 Uhr ab. Dann gehen wir was essen und dann machen wir ein bisschen Après-Ski, entweder auf der Piste oder unten im Tal. Und ja, die letzten zwei Tage haben wir jetzt auch hier bei uns im kleinen Apartment gekocht. Es ist richtig super, dass es hier eine kleine Küche gibt. Könnte man mal den Herd wieder putzen. Aber ja, heute ist der Plan, ein bisschen ruhiger zu machen, denn ich habe auch einen leichten Kopfschmerz und ich will auf jeden Fall mal das Spa-Bereich auschecken hier und ja, ein paar Bilder machen und so, was auch alles dazu gehört. Aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Von gestern. Alles, was das Herz begehrt. Fresh Salad. Geil. Ach so, wir haben heute ein bisschen Spa gemacht. Es war total herrlich. Jetzt fühlen wir uns alle super frisch. Mhm. Wie findest du das Hintergrundgeräusch? Skistress. Voll super, danke dir. Und jetzt gibt es noch Dinner. Ist richtig cool, dass wir eine Küche haben. Weil dann können wir hier mal kochen und sparen uns richtig Geld. Alter, bleib rein. Jetzt geht Uriah Repair für dich. Oh, also, geil. Kannst du nicht so nah filmen? Unbezahlte Werbung aber. Ja. Meine Hände sind nämlich richtig trocken. Sieht total schlimm aus. Das sieht wirklich krass aus. Ja, es ist auch richtig schlimm. Was? Oh, ja, aber ja. Das kenne ich. Hey. Ja, ja super. Ja. So sieht das aus. Ihr Lieben, das war es jetzt auch schon mit dem Vlog aus Ischgl. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich weiß, dass ich gar nicht so viel mitgefilmt habe, aber ich wollte auch die Zeit genießen, einfach mal ein bisschen abschalten, Zeit für meine Freunde haben, für mich haben. Und ja, ich denke, es ist trotzdem ein cooles Video geworden. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, auch auf Instagram vorbeigucken. Und dann hoffe ich natürlich ganz dolle, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bye, bye.